Moin Leute, mein Name ist Houston und willkommen zurück zu einem neuen Video mit Warhammer 40k Space Marine 2. Heute beschäftigen wir uns einmal mit dem Aufklärer. Denn ich finde, der hat einen oder ja, vielleicht auch zwei Skills, die wirklich mit zu den besten Skills überhaupt gehören. Und die wollte ich euch einfach mal ans Herz legen heute. Falls ihr das irgendwie unterschätzt, wie gut das ist oder so, ne? Aber ja, wir gehen jetzt erstmal rein in den Vorteilsbaum und gucken mal, von was ich hier überhaupt rede. Also erstmal, ihr könnt das theoretisch auch hier so skillen, wie ich das jetzt hier habe, falls ihr irgendwie eine Orientierung braucht oder so, ne? Aber wo es wirklich drauf ankommt, ist das hier. Das Töten eines Majors oder höheren Feindes im Nahkampf stellt die Gesundheit um 10% wieder her. Also erstmal, der Aufklärer ist ja sowieso sehr nahkampflastig. Einfach weil er Waffen hat, also die meisten Waffen zumindest von ihm, sind im Nahkampf eben sehr potent. Bis auf das Anstifter-Poltergewehr, ich glaube Anstifter hieß es, dieses Dreischuss-Salven-Ding. Das ist mehr was auf höhere Entfernung, aber ansonsten ist ja alles Nahkampf. Und wenn man den gerade mit einem Multimelter spielt, Quatsch, mit einem normalen Melter, so, dann ja, ist halt noch mehr Nahkampf, so, ne? Also Nahkampf ist immer drin mit dem. Und erst recht mit dem Grappling Hook ist ja auch wieder sehr nahkampflastig halt, ne? Es ist eigentlich nur für Nahkampf gut. Und ja, von daher ist das mega geil. Also mit Majoris oder extremes Gegnern erstmal schön 10% Gesundheit wieder drauf. Was auch geht, ist das Ding hier. Also sobald man einen tödlichen Schaden erleidet, wird man nicht handlungsunfähig, also man geht nicht down und stattdessen bekommt man seine vollständige Rüstung wieder und das alle 3 Minuten. Ist eigentlich ähnlich geil wie das hier. Das bewahrt dich ja irgendwie vor dem Tod und das bewahrt dich genauso vor dem Tod. Was davon jetzt besser ist, ist schwierig abzuschätzen. Also ich würde behaupten, dass das gerade auf den niedrigeren Schwierigkeitsgraden viel geiler ist, weil du da einfach nicht so derbe viel Damage bekommst von den Gegnern. Wenn du jetzt auf Lethal spielst, ja, da kriegst du einen Hit, wenn du keine Rüstung mehr hast und dann fehlen 90% deiner Gesundheit. Wenn du richtig Pech hast, bist du vielleicht sogar One-Hit. Da bringt das, glaube ich, weniger als das. Weil 90% musst du erstmal wieder regenerieren. Das sind 9 Hinrichtungen, die du im Nahkampf machen musst. Oder beziehungsweise einfach Kills im Nahkampf, so. Und, da stellt sich halt die Frage, was jetzt schneller ist. Schaffe ich es, in 3 Minuten 9 Hinrichtungen zu machen? Wenn nicht, ist das hier halt besser. Muss man für sich ein bisschen abschätzen und auf welchem Schwierigkeitsgrad man halt spielt, ne? Aber wie gesagt, auf den leichteren ist das auf jeden Fall besser als das hier. Vielleicht ist das hier dann geiler in den höheren Schwierigkeitsgraden oder es macht vielleicht einfach gar nicht so den riesen Unterschied auf den höheren, ob man den oder den wählt. Ist schwer zu sagen halt einfach, ne? So, und ansonsten hier bei den Teambasierten kann man entweder die 15% mehr Nahkampfschaden nehmen fürs ganze Team oder 15% Wiederherstellung für jeden, für jede Exekution. Ja, ist beides geil. Also ich nehme einfach immer das hier, da macht man grundsätzlich nichts verkehrt mit. Wenn du jetzt allerdings hier Truppenmitglieder mit 15% mehr Nahkampfschaden hast, ja, wenn du jetzt einen Zerstörer hast, was soll der mit 15% Nahkampfschaden so, ne? Also wenn du jetzt sehr fernkampflastige Klassen dabei hast, dann lieber das hier unten nehmen, da profitiert jeder von. So, also dann lieber das halt nehmen, da macht man grundsätzlich nichts verkehrt mit. Wenn man ein sehr nahkampflastiges Team hat, dann halt das vielleicht. So, ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz hier die Waffen, wie ich die geskillt habe, falls euch das interessiert, ne? Das wäre einmal der Multimelter hier, der mit der etwas höheren Reichweite, ich sage immer Multimelter, das ist der normale Melter. So, und der Vorteilsbaum sieht dann bei mir hier so aus. Dann gehen wir mal kurz in die Pistole rüber. Da nehmen wir auch wieder die hier. Das ist, glaube ich, dieselbe wie im letzten Video. Und ja, sieht halt so aus. So, und dann beim Dolch nehmen wir... Ach, Moment, ich habe was vergessen, jetzt wo wir gerade beim Dolch sind. Das ist auch eine sehr geile Geschichte. Ich nehme bewusst nicht den Fechtendolch. Weil der Fechtendolch, der macht zwar einen Damage mehr, hat aber 3 Geschwindigkeit weniger. Der ist zwar von der Theorie her geiler fürs Parieren, aber ich zeige euch jetzt mal was. Ich nehme eben den ausgewogenen, weil dieses eine Damage-Ding, das macht jetzt nicht so den riesen Unterschied, aber der ist deutlich schneller. Und die Schnelligkeit ist geil.
insbesondere wenn man ausweichen muss, weil man kann nicht ausweichen, wenn man gerade in der Animation von einem Nahkampfangriff oder so drinsteckt. Von daher ist es geiler, wenn man schnellere Nahkampfangriffe hat, falls man mal irgendwie ausweichen muss. So, und da hat der nämlich im Vorteilsbaum, jetzt muss ich mal ganz kurz suchen, wo war es denn? Hier, das Zeitfenster für eine perfekte Parade verlängert sich um 50%. Das heißt, wenn ihr eine ausgewogene Waffe nehmt, dann ist das Paradefenster schon fast identisch mit dem Fechtverteidigungsstil. Deshalb, wenn man den Skill hier nimmt, braucht man keine Fechten-Nahkampfwaffe. Das wäre dann verschwendet. Also lieber die ausgewogene, weil die dann in der Regel etwas bessere Grundwerte haben. Geil, ne? So, dann, ja, das war's eigentlich. Dann schicke ich euch jetzt ins Gameplay rein und wünsche viel Spaß. Oho, oho. Ach du Scheiße. Das sieht ja hier nicht so prickelnd aus. Ja, ist jetzt auch schon wieder eine angefangene Runde. Ich habe das in letzter Zeit so oft, ne, dass ich immer in laufende Runden reingeschmissen werde. Ja. Die Gesundheit hätte ich gerne wieder. Ja. Achso, es ist bloß der Zerstörer, der down ist. Ich dachte, das wäre der Teammate. Okay, jetzt hat sich das Problem gewandelt. Ja, aber den jetzt wieder beleben, das ist nicht drin. Ach du Scheiße, jetzt kommt auch noch eine Welle. Ach, ein neuer Teammate ist beigetreten. Geil. Lass mal uns der Ficker hier weg. Der ist nicht nervig. So, Maestro. Wir müssen mal gucken, dass wir hier drüben vielleicht... Ja, schieß mal hier gegen. Oh, geil. Der ist down. Na, du bleibst schön hier. Da, sehr gut. Ja, ich habe den anderen. Wir haben noch genug Zeit zum Wiederbeleben. Alles in Ordnung. Mal lieber erstmal den hier weg. Das ist wichtig. So, hoch mit dir, Kamerad. Wir haben noch ein paar Sinus zum Schlachten. Ja, keiner wollte angreifen. So. Okay, ich habe nicht pariert. Er hat mich aber auch nicht getroffen. Das ist ja komisch. Oh, den drücken wir mal schnell einen rein. So. Oh. Den hauen wir mal gleich aus den Socken. Ja, easy. Haben wir hier irgendwas? Ne. So. Ja, haben wir ja noch gut rumgerissen hier. Oh, unser Kratos hat aber auch direkt aufs Maul gekriegt. Männers, will das irgendeiner von euch hier? Ich bin der Einzige im Team, der sich selber irgendwie hochheilen kann von alleine. Von daher können die anderen das ruhig haben. Ja, das war jetzt auch ein schneller Kill. Ja, scheiße. Oh, okay, geil. Der Kratos hat ihm noch das letzte bisschen Schaden reindrücken können. Oh nein, ich stehe in dieser scheiß Giftuhr von dem. Die sieht man aber auch immer so schlecht. Wie so eine kleine, leimige Nacktschnecke. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Panzerung, sehr gut. Na komm, Ruhe jetzt mal hier. Der hält aber auch aus, Junge. So, wie ein kleiner Vampir heile ich mich vom Blut meiner Feinde wieder hoch.
Ah, nee, du. Ah, das tut nicht Not. Nein. Okay. Der ist mir irgendwie außer Augen geflohen. C2. So, hier haben wir schon C2. Ups. Hat er schon gedrückt. Na, pack die Dolche da wieder ein, Junge. Na. Oh, Kratos, no. Ey, benutze doch nicht gleich dein Relikt, Mensch. Wie kann man immer so verschwenderisch mit den Relikten umgehen? Es leuchtet mir nicht ein. Die werden immer instant benutzt. Es macht keinen Sinn. Guck mal, hier ist doch alles unter Kontrolle. Ich hätte dich doch easy wiederbeleben können. So schlimm sah das jetzt hier wirklich nicht aus. Leute, denkt dran, verballert eure Relikte nicht einfach so sinnlos. Das ist Quatsch. Benutzt die erst dann, wenn ihr wirklich einfach der Letzte seid oder wenn es automatisch aktiviert wird, weil ihr eine tödliche Wunde schon hattet. Oder, ja, wenn es wirklich so kacke aussieht, dass die Teammates ganz dringend ihren dritten Mann wieder zurück brauchen. Dann könnt ihr es auch benutzen. Aber bei sowas hier doch nicht. Wenn da, was weiß ich, 12 so eine Kleinviecher sind und ein Majoris, das ist kein Grund, euer Relikt zu verballern. Da kommt ein einzelner Spieler in der Regel mit klar. Also, nutzt es weise. Wenn ihr könnt, reizt es bis zum Ende aus, bis das Relikt von alleine automatisch aktiviert wird. Ich sehe das immer und immer wieder. Und dann verbraten die Jungs und Mädels das. Und dann kommt mal wirklich eine Situation, wo man dem nicht selber, also wo man, wo die anderen Kollegen dem nicht helfen können. Ja, das braucht er nur. Da kommt mal wirklich eine Situation, wo man halt nicht helfen kann. Ja, und dann steht ihr da und habt euer Relikt nicht mehr, weil ihr es sinnlos verballert habt. Homie, guck mal rüber jetzt hier. Los, hol das Ding da jetzt. Jetzt werde ich sauer hier. Ja, der hat hier bestimmt schon die Reliktspots abgeguckt. Ich denke mal. Was noch ein bisschen Mui. Falle ich mir. Ach wow, ich habe bloß Anschluss verballert. Oh, seht ihr, genau für sowas war das jetzt geil, dass ich den schnelleren Dolch habe. Hätte ich den langsameren gehabt, hätte ich den Schuss bestimmt gefressen. Ja, dafür war das aber auch kein Parry halt. Aber ist ja nicht so wild, man kriegt ja genug weitere Chancen. Wenn man mal ein paar saut vom Timing her, nicht so dramatisch. Hauptsache, man kriegt keinen Schaden. Kratos schon wieder fast tot. Jetzt ist er wieder rausgegangen. Alter, verbrät er das Relikt und verpisst sich dann. Das ist auch nicht die feine Art. So, mein Freund, wir machen das auch zu zweit. Wir brauchen einen dritten Mann. Wenigstens ist die KI dabei, die saugt ein bisschen Damage weg. Wirklich was austeilen tun die ja nicht. Aber die saugen zumindest. Die saugen wie eine kleine osteuropäische. Oh weia, ey. Oh weia. Na, ihr wisst, was ich meine. Ihr wisst doch, was ich meine.
Da liegt Onyx. Du hältst einen Rand. Ach, scheiße. Ich verkack das auch jedes Mal. Ich bin einfach nur der Parierman. Ausweichen liegt mir irgendwie nicht so. Hier liegt auch nichts. Mach mal deinen Agro-Modus hier aus. Macht doch eh keinen Unterschied für dich. Ja, aber bisher läuft's ja gut. Ich habe nur leider den Anfang verpasst, aber ich meine, es war jetzt... Oh Gott! Ja, ganz toll, scheiße. Oh fuck, jetzt war ich so lange gestunt, dass ich keinen Schaden mehr austeilen konnte. Ich hätte nur einmal Melter abdrücken müssen, dann hätte ich meine ganze Gesundheit wieder gehabt. Wieso ist er jetzt instant tot gewesen? Eine Hinrichtung wäre ja toll gewesen. Vielleicht zumindest 10% wieder gekriegt. Er ist lieber gleich schlafen gegangen, keine Ahnung warum. Naja, wir saugen uns wieder Stück für Stück voll. Dürfen wir nur nicht nochmal aufs Maul kriegen bis dahin. Komm runter jetzt. So, du bist mein erstes Opfer. Wieder eine Lebenskraft. Jawohl. Nicht abknallen. Hinrichten, mein Freund. Hinrichten. So. Und schon haben wir da fast drei Fälle voll. I heal with Majoris or Extremis Finisher. Nur, dass er Bescheid weiß, dass er nicht unnötig die Executes abknallt. Ach naja, gut. So, von hier oben kann man immer mal runter gucken, dann kann man schon sehen, ob da was liegt oder nicht, und da ist nichts. Message received. Würdet ihr sagen, dass mein Aufklärer aussieht, als ob er Max Level ist und auch alle Cosmetics und so freigeschaltet hat? Nee, ne? Ich finde, der sieht so normal aus. So gar nicht prunkvoll wie viele andere Klassen. Ja, allein wenn man das mal mit dem Taktiker vergleicht, der Taktiker hat ja insane Cosmetics. Oder auch der Heavy. Der hat auch so die geilen Cosmetics und manche Klassen, also vor allem eben der Aufklärer, ich finde, der kommt da richtig kurz bei weg. Der hat so... Ach, was renne ich denn hier hin? Ich habe da schon geguckt. Der hat so ganz simple, schlichte Cosmetics einfach nur. Nichts, wo du denkst, oh ja, das ist auf jeden Fall ein Max-Level. Oh, was ist hier los, Alter? Ah ja, der Taktiker holt seinen fetten Granatenwerfer raus. Das waren viele Majoris-Executes, die jetzt einfach weggefallen sind. Schade drum. Dann Abgang gemacht. Was ein Lappen. Wollte eigentlich... Naja, den Gunstrike, den habe ich irgendwie nicht mehr gekriegt, leider. Oh nein, jetzt habe ich ihn abgeknallt, scheiße. Der ist genau dann rot geworden, als ich geschossen habe. Naja, gut. Uiuiui. Du machst mal schönen Abgang hier. Deinesgleichen mögen wir nicht. Da ist wieder das Problem mit dem Ausweichen, dass ich lieber pariere. Oh, oh, nein! Scheiße, müssen wir so machen. Bevor er wieder zu sich kommt.
So. Das war ja wieder ein hartes Heal hier. Auf Geschisse. Immer schnell so grob durchgucken wegen Loot. Hier macht man einen Weg frei. Scheint aber wohl nirgends was zu sein. Gibt auch nichts. Dann können wir gehen. Der Coffee Coach. Wird Coffee im Englischen nicht eigentlich mit Doppel-E geschrieben? Jetzt ist er der Coffee Coach. Ja, wenn er will, ne? Haben wir hier, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Hier vorne kann auch ein Relikt spawnen, hier in den Trümmern. Aber liegt auch nichts. Ich komme, Kollege, ich komme. Alles gut. Ich will nur mal auf Nummer sicher gehen, dass wir hier auch kein wertvolles Relikt übersehen. Wo kam er denn jetzt her, sag mal? War er vor mir gespawnt? Und da in der Ecke, links neben dieser Lampe hier, da kann auch was spawnen. So? Ich höre hier doch was. Kampfgeräusche. Hat sich schon erledigt. Na gut. Sag mal, was ist denn das hier für eine... für ein neuer Trend? Frag Grenade out! Jawohl. Savage ist beigetreten. Hier können wir... Da kann auch ein Relikt drin spawnen in der Ecke da. Oh! Okay, sehr gut. Das dürften wir wieder fast voll sein. Ja. Mein Parry wollte er nicht haben. War nicht im Weg. Ist ja schon fast ein bisschen frech, dass du das versuchst. Liegt da hinten was? Irgendwelche Kisten? Ne. Reine Kisten. Ja, schimmer dein Leben, Junge. Ich muss aber nochmal die Farbe hier ein bisschen abchecken, ne? Weil irgendwie die Rüstung ist heller als der Helm. Obwohl ich einfach das Standard Raven Guard Skinset da genommen habe. Muss man mal den Helm irgendwie ein bisschen heller machen. Extra. Schöne viele Kills. Ja, und erst recht für die Contested Health ist der Multimelter so geil, weil er macht so viel Schaden mit einem einzigen Schuss. Da hat man meistens die gesamte Contested Health wieder voll. Das ist wirklich sehr, sehr stark. Och, er drückt direkt den Knopf, Junge. Wir müssen hier erstmal sauber machen. Jetzt haben wir hier oben alles voll noch mit Gegnern und da unten kommt jetzt die dicke Welle schon. Das ist dumm. Erstmal oben alles sauber machen hier von Gegnern. Dann kann man den scheiß Knopf drücken. Also, ich... Ja, okay, ich war komplett stunlocked wieder. Ich habe die ganze Zeit Leertaste gespammt. Es ging wieder gar nichts. Also manchmal hat das Spiel irgendwie so eine Aussetzer mit der Steuerung. Oh, danke. Ach, scheiße. Die Insel wieder weg, die ganze Contested Health. Ich... Ach, gut. Schade drum. Ich hätte gehofft, man könnte das hier ohne einmal down zu gehen beenden. Die Steuerung hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht.
schmeißen wir meine Granate runter. Oh, ich kann den da nicht ganz striken. Was ist hier los? Ach du Scheiße. Ja, oh, ausgewichen. Sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass das noch halt nicht klappt. Ach, Bats! Ich war wieder im Stunlock, weil mir der kleine Ficker da ins Bein gebissen hat. Nein! Oh, den brauche ich, den Kill! Oh. So, ich mach mal direkt weg hier, dann ist die Wunde putsch. So. Aber hier sind ja jetzt ein paar Hoppalas passiert. Ja, aber das ist auch heftig bei Lethal. Machst du einmal irgendwie einen Fehler, das wird hier so bestraft auf dem Schwierigkeitsgrad. Und das bleibt ja nun mal nicht aus mit Fehlern, ne? Die kommen ja immer wieder vor, leider. Ja, du bleibst jetzt mal hier bei uns. Kommt noch mal eine schöne fette Welle. Oh, der lebt noch mehr. Ah, schnell in Execute. Da ist nichts mit Schaden machen, Freunde. Oh, wir können Knopf drücken, aber ich glaube, das wird hier gerade noch nichts. Hier ist ein bisschen viel Ballerei. Und Keilerei und alles Mögliche an Reihen. Bulli, drück einen Knopf. Ganz doch schon daneben. Na, du wagst es. Den hol ich mir. Ja, wunderbar. Lief doch. Das kurze Hoppala gab es da. Aber ansonsten war ja alles tutti frutti. Oder so. Noch Kaffee? Ne, natürlich nicht. Ja, wir warten mal kurz auf die Statistiken und dann, ja, aber normalerweise, wenn man mit Melter spielt, sind die Statistiken, gerade was so Kills angeht, weil man einfach unfassbar viele Minoris-Gegner damit halt in so, ne, Sekundenschnelle wegbrutzelt, sind die Kills immer abnormal hoch. Und deswegen finde ich eigentlich, entweder müsste das aufgeteilt werden. Ah ne, die Schadenaufteilung muss ja gar nicht, die gibt es ja schon, Nahkampf- und Fernkampfschaden. Aber es muss irgendwie mal eine Aufteilung dazu kommen, wie viele Minoris und wie viele Majoris-Gegner man gekillt hat. Das finde ich eigentlich noch ganz interessant, weil, ne, es können ja Klassenbuilds dazu ausgerichtet sein, ganz viele Wellen an kleinen Gegnern zu plätten oder eben nach und nach die großen Majoris rauszuholen.
Ja, von daher finde ich das eigentlich ganz geil, wenn das aufgeteilt wird. Aber naja, gut, ne, ihr seht's ja. Aber ja, ansonsten war ja gut. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Und lasst doch gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da, falls es euch gefallen hat. Wenn nicht, ein Dislike, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder oder halt auch nicht. Haut rein.